einen wunderschönen, wir gehen rein in den ersten Vlog von Farid Bang. Ich bin gespannt, ne? Also bei Kollege hatten wir eine der besten Promo-Phasen der letzten Jahre, muss man sagen. Ich habe es leider nicht mehr hingekriegt, da hinterherzukommen. Das war einfach too much, Alter. Da waren diese ganzen jobhaft unterwegs und das und hier und da. Ich habe privat am Ende mir alles angeguckt, aber leider nicht alles hochgeladen. Mal gucken, wie es bei Farid sein wird, wie unterhaltsam das wird. Und Keks und Cheatbeats, Dankeschön für eure Subs, ne? Vielen, vielen Dank. Danke, ihr Süßen. Ja, AM4-Blog Nummer 1, jeder Anfang ist schwer. Das heißt, diese Videos, die vorher rauskamen, diese Kurzvideos mit dieser Kriegsansage an die ganzen Lean-Rapper und so, das war jetzt noch kein... Was war das? Bis zum Ende. Teil 1, Teil 2. Und dann wieder jeder Anfang ist schwer. Ah, baut schon aufeinander auf, ne? Also, okay. Ich bin gespannt, ob da irgendwie noch was anderes weitergeht oder sowas, ne? Ob das irgendwie, ja, ob das auch mehrere Promo-Vlogs sind. Oder ich habe keine Ahnung, Alter. Der Vlog wurde produziert von Benny030. Okay. Gut, dann würde ich sagen, geh mal rein, Alter. 14 Minuten, ich hoffe, feinste Unterhaltung. Von dem Banger himself. Hoffe ich zumindest. Gehe ich aber auch irgendwie von aus. Ah ja, doch! Ah! Junkie-Müll da draußen. Okay, also, die Teil 1 und Teil 2 sind hier im Intro. Also, das ist jetzt ganz, ganz kurz zusammengefasst, ist das, das, was in den anderen Teilen passiert ist. Sie sind nicht zu stark. Sie sind in Überzahl. Nun hat es also begonnen. Genau, okay. Und dann kam sozusagen das Musikvideo. Ah, okay, ich verstehe. Okay. Ja, im Endeffekt, das Musikvideo gehört mit zu dieser ganzen Geschichte, die er erzählt, wie er halt die Lean-Rapper zerfickt. Okay. Der Weg dorthin war allerdings kein leichter. Okay. Wir wissen doch sofort, für wen das sein soll. GQ, soweit ich weiß, Shindy war auch in der GQ, ne? Und dann auch dieser pinke Hut, okay? Aber die Musik finde ich gut dabei. Hat ein bisschen Fear and Loathing in Las Vegas Vibes. Digga, die haben einen schönen Studiokomplex. Das ist, by the way, wenn ich nicht komplett falsch liege, müsste das Kyrie sein. Frio ist ein bisschen kleiner, glaube ich, hat dunkle Haare. Und Judy sieht nochmal anders aus. Ich glaube, das ist Kyrie. Oder? Hat er doch gerade gesagt, oder? Ich bin... Farid? Ey, Curry. Ah ja. Was geht, Dicker? Sagt der Curry und nicht Kyrie. Okay. Ich habe auch mal was mitgebracht. Ach, wie schön. Hat er einen Wein mitgebracht, ja? Bro, die haben voll den schönen, ich hab noch, ach, das ist BK's, by the way, das ist Matze, der sehr, sehr viel schon produziert hat, gerade in Deutschrap und so weiter, ne? Krass, ich habe, glaube ich, noch nie in einem Video diesen Studio, diesen Komplex gesehen tatsächlich, also dass man hier aus dem Grünen reingeht und so, geil, okay. Hab ich nicht mehr gesehen. Selber? Ja, auch alles gut. Gut schaust du aus. Doch. Erzähl, Farid, wie geht's? Alles cool? Alles bestens, Bro. Schön, oh mein Gott, kriege ich da Flashbacks, Alter. Hier im Hintergrund diese ganzen Diffusoren hatte ich auch in meinem Studio. Ach, ist das schön, Alter. Art Novion müsste das gewesen sein. Geil. Ja, schön. So ein richtiges Plug-and-Play-Studio, würde ich sagen. Also du gehst da halt rein, ne, nimmst dein MacBook mit, schließt den an und kannst instant arbeiten. Ne? Das ist, heutzutage habe ich so mitbekommen, haben sehr viele solche Studio-Konzepte und ich muss sagen, ist richtig geil. Ne? Also man braucht auch nicht mehr als ein MacBook. Ich meine, ja, ein MacBook ist schon sehr teuer und alles, ne, aber ja. Okay, weiter, sorry. Ich finde das so interessant, Mann. Was steht heute an? Asphalt-Massaker 4. Ich hab voll Bock drauf. Mit dieser Mütze, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und also ich hab richtig Bock. Ich habe euch schon ein bisschen was geschrieben auf meinem Handy. Krass. Ich bin richtig motiviert. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch alle meine Businesses weit nach vorne. Ah ja, schön, ja, schön. Ich glaube, wir haben da richtig geile Beats auch vorbereitet, ne? Hier sollen wir anfangen direkt? Ja, so ein paar Businesses. Okay.
Ah, der ist auch unterwegs, der Bäcker, oder was? Ah! Hey, Chef Kev, danke schön für deine 36. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Guter. So, Leute, hier seht ihr den Bänger. Ein alter Hase, die Bugs Bunny. Ah ja. Und ja, ich sag mal so, man kann nicht nur den ganzen Tag arbeiten. Musik. Wer meinte gerade eigentlich, dass die Promo bisher ein bisschen cringe ist? Ach, John meinte das. Warum? Also wird das gleich schlimmer oder was? Ach, ist er entspannt noch. Ist er noch entspannt. Machen. Man muss auch mal manchmal ein bisschen Spaß haben. Wieder ein bisschen Kind sein, ne? Und deswegen sind wir heute hier. Ach. Im Parque Warner. Was Warner Brothers der Movie Warner Park. Viel Spaß, my friends. Boah, das wäre was für mich, ne? Oh, ich liebe Looney Tunes, Mann. Ohne Scheiß, Looney Tunes sind so geil, allein schon durch Space Jam und so, ne? Hier wissen wir auf jeden Fall gleich für den Kai was kaufen gehen, ne? Hey Kai, wenn du an so einen Laden vorbeigehst, welcher Kai? Gehst du mit dem Gedanken reinzugehen und dir was zu kaufen? Ah, klar. Okay. Ja, ne? Ja, natürlich, immer. Ich gehe nicht nur mit dem Gedanken. Wir holen gleich mal den Kai, schenk mir hier mal was. Geil. Das hier, hier da. Richtig. Hier so ein Joker. Was für ein Joker. Kissen, ne, da hole ich mir auch eins. Ach, das war Dingens, so, ne? Bobby, oder? Die Toiletten hier. Ey, also ich sag euch ganz ehrlich, ne? Ich habe bei Farid und Bobby ein geileres Gefühl als Kapi mit jedem seiner Signings bisher. Das ist echt komisch, ne? Also ich verstehe nicht, wie das so nach außen irgendwie, jeder hat so eine andere, ja, weiß ich nicht, Ausstrahlung oder so. Und bei Kapi habe ich in letzter Zeit einfach nur noch das Gefühl, dass irgendwelche Verträge, irgendwelche Sachen im Hintergrund irgendwie geregelt werden. Während andere Leute ihre Künstler wirklich präsentieren, ne? Also Farid macht sehr viele, ich glaube, TikToks und so weiter mit Bobby, ne? Casey Rebel macht mit diesem Yavuz, glaube ich, sehr, sehr viele, auch sehr viel Promo und so weiter, ne? Ich habe das Gefühl, so jeder irgendwie hat so sein... Ja, seinen Künstler, den er gerade aufbauen möchte, aber irgendwie Kapi hat da irgendwie noch nicht so seine Balance gefunden irgendwie, ne? Die sind nämlich was ganz Besonderes. Ja, auch wenn die gut sind, ne? Ja, es ist einfach noch keine Synergie da, ne? Der Hobbit, a.k.a. Shindy. Was? Der Hobbit, a.k.a. Shindy, was? Die Toiletten hier, die sind nämlich was ganz Besonderes. Auf diesen Toiletten kann sogar der Hobbit, a.k.a. Shindy, im Stehenpinkeln. Guckt euch das mal an. Wer hätte das gedacht? Da kann Shindy der Hobbit auch mal im Stehenpinkeln. Ja, ist halt wie... Und hier bei dem Waschbecken... Wie für Kinder, ne? Bei dem Waschbecken ist... Da kann der Alter, das ist aber schon sehr niedrig, mal, ne? Sich mal die Hände waschen, ohne auf Zehenspitzen zu stehen. Können wir so einen so einen Chor irgendwie? Meinst du den? Nee, das ist mir zu aggressiv. Okay. Chor, aber geht das schon wieder los? Nee. Hey, Leute. Oh, sorry, ich bin falsch. Ah. Ich habe eigentlich Farid gesucht. Das meine ich halt, ne? Ich habe letztens eine Hörprobe gesehen, Bobby irgendwie auf Albanisch. Ich wusste nicht, dass der Albanisch kann irgendwie. War irgendwie, aber ich bin gespannt. Ne, mach weg. Mach das dieses weg. Nein, mach das weg, dabei, Mann. Ne? Hör auf, mach das weg, Alter. Ey, Jungs. Sollen wir mal ein YouTube-Beat gucken einfach mal? Weil das YouTube? Jetzt ja, mach mal ein Type-Beat an. Hab. Vielleicht orientieren wir uns dann danach. Gib mal einen Drake-Type-Beat. Geil. Machen. Ja, ich wäre sogar eher auf Kanye West-Type. Geil. 2000er gegangen. Geiler Beat. Boah. Ah. Alter, warte mal. Haben die da Pflanzen an der Decke? Hier oben müsst ihr mal gleich gucken. Die haben einfach Pflanzen an der Decke, Mann. Fühlt ihr das nicht? Was folgt mein Sack? Ich bin back. Der Echo schadet in meinem Binnensack. Sag mal, ich dachte eigentlich, dass Shindy keine große Rolle spielen wird oder so. Also bis jetzt muss ich sagen, ja, ist schon eine häufige Thematik bisher, ne? Muss man schon sagen. Yeah. Geil, Alter, das ist es. Ah, ja, da oben. Auf jeden Fall, oder?
Because? What the fuck? Bro? Ich bin mir nicht sicher, dass deine Fans unter Asphalt Massacre 4 warten. Ey, wir geben denen die Musik und wie gesagt, Alter, ich hab den Vorschuss eh schon kassiert. Okay. Hi, Leander. So, meine lieben Freunde, was haben Bugs Bunny und Farid Bang gemacht? Ah, warte mal, wer ist denn da als Fotograf mit? Da wollen wir natürlich immer mal so ein bisschen auf der ich glaube, das ist... Ist das ein Memo? Ah, ich bin mir nicht sicher, aber kann gut sein. So, meine lieben Freunde, was haben Bugs Bunny und Farid Bang gemeinsam? Wenn sie einen Rapper sehen, fragen sie, ist was, Dog? Da war ich mir nicht ganz sicher, ne? Ist was Dog, ob das auf Botox bezogen ist, wegen What's up Dog, ne? Also Doktor. Oder ist was Dog im Sinne von Hund, ne? Du Hund. Farid, ja. Okay. Das hat er, glaube ich, auf Insta oder so gepostet. Komm, Farid. Komm her. Ich kann diese Drecksbox-Dinger nicht mehr sehen, Alter. Ich hab das Gefühl, diese Boxsäcke, ne? Ey, die holen das Schlimmste aus den Menschen raus. Keine Ahnung, Alter. Ich hab das Gefühl, die werden so aggressiv dabei. Ah, ja, ist Memo. Ah, ja. Okay, der Fotograf. Jetzt aber. Geht nicht mehr. Mann, ich bereue es so sehr. Ich wollte eigentlich mit Farid, boah, weiß ich noch, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, da hatte der gerade in seinem Haus diese ganzen Gaming-Dinger aufgebaut. Weiß ich noch, hatte er mal in der Insta-Story. Irgendwie so Street Fighter oder irgendwie sowas als, nicht als Konsolenspiel, sondern halt diese Oldschool-Dinger. Ihr wisst, was ich meine, diese Automaten. Und ich wollte unbedingt, weiß ich noch, zur letzten oder vorletzten Album-Promo mit ihm zusammen da irgendwie zocken, ne? So dingensmäßig, so vlogmäßig. Ich hab's nie geschissen bekommen, Alter. Ich bereue es so sehr, Mann. Ohne Scheiß. Das war eigentlich so eine geile Idee, Alter, und dann hab ich einfach verkackt. Kannst du auf. Was ist das? Was ist das? Hey, Wago, was geht ab? Wir sind hier. Wir gehen jetzt auf die Achterbahn drauf. Farid ist schon gewöhnt an Achterbahnen, ich nicht. Wisst ihr, was ich voll schade finde, so? Dass. Warte. Oh, sieht das schön aus. Dass die einfach Sommer haben und wir hier nicht. So, das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Warst du schon mal auf einer Achterbahn drauf? Ja, aber so trockene, Bruder. Sagt ihr, ich hab Paranoia auf der Achterbahn. Ey, gehen alle drauf? Was? Einer muss auf Taschen und so gucken. Ja, ich bin hier. Warum kommst du nicht mit? Ich hab auch keinen Bock. Weil ich hab eins gemerkt. Bei Achterbahn gehen viele drauf. Wie dumm, also die ey. Die Lebensmüde, die da auf die Achterbahn drauf geht. Oh Gott, Alter, also, was für ein dummes Haben wir uns noch ganz locker Wortspiel, kurz weggedribbelt, ne? Haben wir angetäuscht mit... Bruder, wir haben was zu erledigen. Hast du Angst, Bobby? Was für Angst, Bruder? Sehe ich so aus, als ob ich Angst habe? Wie du. Klingt das danach, als boah, wenn ich liebe drauf gehe. Also sowas, ich sag mal so, ne? Das hat mich jetzt nicht umgestimmt. Ja, let's go, komm. Ja, also immer mit der Ruhe. Was ist hier los mit euch? Ach, das war gar kein Wein. Ein bisschen locker hier. Lass mal erstmal hier ein bisschen locker machen. Ist das ein Sekt oder was? Ich hab was mitgebracht. So eine Cordonio kriegst du nicht überall. BKS, gib mal die Tüte mit den Gläsern bitte, Bro. Tüte mit den Gläsern? Ich hab mal Gläser mitgebracht, ja? Hörst du das direkt? Hier, komm, Bro, lass uns ein bisschen locker machen. Ist das nicht komisch, danke. Alter. Ich sag's grad nicht. Was willst du? Champagner? Das ist doch gerade mal 13 Uhr, Alter. 13 Uhr? Okay. Ja, da ist bei anderen, glaubt mir, da ist was ganz anderes auf dem Tisch, während die da arbeiten. Da ist Champagner, glaube ich, noch echt das Entspannteste, ne? Boah, echt schönes Studio, Mann. Schöner Vibe. Wirklich. Ein bisschen spliffen oder so? Nee, auch nicht. Ah, ein bisschen spliffen, ja? Ja, das ist schon eher, ne? 13 Uhr. Ja, lass mal einen geilen Song machen. Mach das mal locker, ich mach mir jetzt mal Platz. Was ist los mit euch, Alter? Die ja, halt wirklich einfach so Sektgläser mit hatten, ne? Geil, Alter. Es gibt echt nichts Besseres als vor den Aufnahmen. Ich sag euch trotzdem, ne?
auch wenn es jetzt Troll ist und so weiter, ne? Aber Miami Vice war und ist für mich einer der besten Songs von Farid und Kolle zusammen. Ich meine, ja, es gibt auch natürlich aggressive geile Songs von denen, muss man ganz klar sagen, ne? Aber ich finde Miami Vice ist so eins der besten tatsächlich. Ein Gläschen Cordonio. Okay. Okay, ich bin ready. Let's go. Yeah. Ja. Okay. Nee, lass den so. Ich will da direkt einsteigen. Okay. Beim zweiten Part hinten. Ja, also. Okay. Ja. Fanzin. Asphalt Massaker, ich bin back. Der Echo schadet in mein Business. Ah, okay, warte. Lass mich nochmal. Ja. Weiter. Ah. Und sie streichelt mich in meinem Gesicht. Das ist der Grund, wieso ich keinen Steifen. Ich kann das nicht, Mann. Morgen, hi, Colt, was geht? Alles gut bei dir? So mäßig Underground. Ja, Digga, ich check doch genug Underground-Shit und so, Alter. Ich check echt mehr als genug, Bro. Ich brauch da wirklich nicht noch mehr. Ich hab da meine 20 bis 24 pro Woche, dann noch die ganzen Mainstream-Sachen, die rauskommen und so weiter. Was ist denn das für eine Mütze eigentlich? Venice Beach oder was? Nee. Was ist das? Asphalt Massaker 4, ich bin back. Ah. Der Echo schadet in mein Business. Die Bitch, die mit mir kuschelt, hat Botox im Po und sippt mit mir Codonio. Ja. Yeah. Ich bin zwar zu klein für eine Achterbahn. Ja. Yeah. Codonio. Ja, was machst du hier, du Penner? Ja. Scheiße. Jetzt reiß dich doch mal zusammen, Jungs. Hey. Die können was einfach nicht ernst bleiben dabei. Ah, jetzt haben wir langsam ungefähr mitten im Leben RTL erreicht, oh ja? Oh mein Gott, wieder, was ist los mit dir? Du hast dir den ganzen Boden nass gemacht. Du bist ja, wie ein Penner, bist am Saufen. Was sind das für Texte? Ich hab eine Idee, warte mal kurz. Ein bisschen Testo spritzen. Komm, meine lieben Freunde, komm schon. Wir jetzt wieder. Shifu, danke schön für deine 5 Monate, Brudi. Und viele fragen mich, warum ist der Shindy nicht mit dir unterwegs? Und naja, weil man ja nur bis hierhin rein da. Ja, gut, also. Das ist der Grund, da seht ihr es. Der Hobbit ja. kommt da nicht ja. ganz drüber, ja. ohne auf die Zehenspitzen zu gehen. Fuck. Ja, aber ich, ne? Also, ich find's gut, dass die weitermachen. Ich hoffe, dass Shindy jetzt auch nochmal so ein bisschen Spaß hat. So, und ich hoffe, dass das Ganze irgendwann nochmal so ein Highlight wird, ne? Ich bin, ey, by the way, ich habe natürlich auch Kommentare gelesen und weiß ich nicht was, ne? Also, ja, sehr viele sagen, dass Farid halt, wie gesagt, nach dem Leak seinen Text geändert hat, ne? Und angepasst hat und, ne? Und so weiter. Es war für mich trotzdem hops genommen, weil selbst wenn es innerhalb von einer Woche angepasst wurde, hat er ja öffentlich ihn einfach hops genommen. Es war ja einfach öffentlich, ne, wortwörtlich, so scheißegal, ob jetzt im Video die Lippen synchron waren oder nicht oder sonst was. So, er hat ganz klar gesagt, so, guck mal, Shindy, du möchtest durch andere Wege, möchtest du Leuten schaden, ne, indem du Sachen leakst und so weiter, wie kannst du nur bla bla bla. So, das ist doch genau das, was wir bei einem Battle oder Battle Rap wollen, so. Das hat nichts mit Shindy-Fanboy oder Farid-Fanboy zu tun oder so, sondern das ist doch witzig, das ist doch eine unerwartete Wendung, sag ich jetzt mal, in so einem schönen Battle, in so einem schönen Beef, ne? Und ich finde, da kann jetzt gerne noch ein bisschen was kommen, aber jetzt immer auf die Größe von ihm zu gehen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. So, tatsächlich. Moin, Malix. Ja, finde ich boring, so, ehrlich gesagt. Ey, sollen wir da drauf? Guck mal, das ist krank, ne? Nee, das ist zu schnell. Meinst du? Ja, das sieht schon gefährlich aus, okay. Ne? Au! Ey, das kenn ich noch aus dem Disneyland. Platzpatron. Ich laufe oberkörperfrei durch den Moviepark und die Kiddies denken, ich sei eine Attraktion. Das geht, Bobby. Okay. Nächstes Mal, guck mal einfach Silvester. Guck mal, wie krass. Bruder, hier sind so viele Attraktionen. Guck mal einfach Hulk. Die haben so einen Schaden, Alter. Aber das meine ich, so einen Humor finde ich witzig. Digga, ich komme aus der, wie soll ich sagen, YouTube-Generation, Alter, wo diese ganzen Fitness-Leute und so weiter so viel Bullshit einfach gemacht haben und einfach die Leute einfach noch Spaß hatten, wisst ihr, was ich meine? So, weiß nicht, irgendwie fehlt das so ein bisschen. Geil. So, der Kai war eben gerade in dieser Fitness-Szene irgendwie.
wie beim Endkampf mit Sis und so. Ah. Okay. Wie war's? Sehr gut, Sylvain. Ich würde der schon 9 von 10 Punkten geben. Ah, 9? Der neue Freizeitpark-Tester. Ich weiß nicht, ne? Also Achterbahn super geil, ne? Alles, Alter, aber Wasserbahn macht mir keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte, glaube ich, noch keine Wasserbahn, die wirklich irgendwie geil war. So, ja, schön, du bist ein bisschen schnell, du bist ein bisschen nass, bla bla, fertig. So, aber bei Achterbahn, sind wir mal ehrlich, da gibt's alles, Alter. Loopings, hier so eine Spindel und weiß ich nicht was, kopfüber und ihr habt keinen Plan, Alter. Aber so Wasser, weiß ich nicht, da muss halt schon erstens sehr geiles Wetter sein. Weil, ernsthaft jetzt, du willst da nicht rauskommen und komplett nass sein, während draußen weiß ich nicht, wie wenig Grad sind, weißt du? So, das ist voll ekelhaft, Alter. Du hast danach eigentlich gar keinen Bock mehr, auf eine andere Attraktion zu gehen, so, weißt du? Wenn es nicht warm ist und du dabei trocknest, Mann. Ist halt wie eine Rutsche, nur dass du nass wirst. Ja, irgendwie, ne? Weiß nicht, irgendwie. Auf jeden Fall ein bisschen Wasser abbekommen. Das wird auch dem einen oder anderen Sprechgesang ziehen. Sprechgesangsartisten auch nicht schaden und vor allem Shindy dem Hobbit. Komm, okay. Setz mal. Das war irgendwie strange, oder? Shindy der Hobbit. Was machst du hier im Studio? Was ist los? Ey Bro, du hast mich eben geschubst, das hat auch ein bisschen wehgetan. Ja, aber ich habe das Gefühl, anders kriegt man dich irgendwie nicht zur Vernunft. So, guck mal, Farid. Ich habe eine Idee. Ah ja. Ich krieg das wieder hin. Ich kenne das aus deinen alten Videoblogs. Gib mir mal einen richtig schönen Bizepssatz. BK's ist aber auch eine Maschine, Alter. Ich habe auch keinen Bock. Ich habe jetzt gerade getrunken, Alter. Ich habe gerade getrunken. Richtig schön 12er jetzt. Ah, okay. Und jetzt kommt er wieder zurück, oder was? Und merkst du schon was? Sieht doch gut aus. Naja, aber mir ist ein bisschen warm hier, die Mütze. Schmeiß weg. Die ist mir echt ein bisschen warm geworden. Jetzt zieht er noch die Sonnenbrille aus und dann ist er wieder her, oder was? Nicht schlecht, ne? Besser? Komm, ich nehme dir mal die Brille. Nimm mal die Brille. Die stört auch ein bisschen, ne? Ja, die stört auch. Ah, sehr gut, ja. Kann ich das rausziehen? Stört euch das? Alter, das ist echt gut. Alles gut. Hab gestern erste Mal seit 2 Monaten wieder Gym gepumpt. Ah, Bro, Alter, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde echt gerne wieder pumpen gehen, Mann. Aber irgendwas in meinem Kopf ist da irgendwie, hat sich ausgeschaltet, Alter. Das hat bei mir angefangen in dieser Drecks-Corona-Zeit, wo diese Dreckspisser einfach alles verboten haben. Und das war einfach das einzige wirklich Pumpen gehen im Fitness, so was mich neben Zocken so abgelenkt hat oder ne, hat mich so jeden Tag begleitet so ein bisschen. Seit 15 Jahren oder so, würde ich jetzt fast sagen. Keine Ahnung, so, Alter, 10 Jahre mindestens, keine Ahnung. Und die haben mir das einfach von heute auf morgen genommen, weiß ich noch, als die ganzen Gyms geschlossen wurden. Alter, seitdem, wirklich seitdem kann ich nicht mehr oder bin ich nicht mehr regelmäßig zum Sport gegangen, Mann. Die haben mich so hart gefickt, ne, wirklich. Auch ein Grund, warum ich einfach nur weg will. Ich habe keine Lust mehr, Alter. Ich will mich nicht mehr einschränken lassen. Ich habe so keinen Bock mehr, Alter, wirklich. Das hat, wirklich, Corona war die schlimmste Zeit für mich. Und alles, was danach kam, so. Schlimm, oh. Ehrlich. So was Anständiges. Ah ja, schön. Ja, ja, ja. Ja, ne? Okay. Verrückt, Alter. Ja, wollen wir aufnehmen? Ja, wie du möchtest, wenn du willst. Okay, komm. Probieren wir es nochmal. Mach mal die Scheiße weg da, Kyrie. Willst du mich verarschen oder was? BK, was ist los, Alter? Mach mal die Scheiße da weg, mach mal einen richtigen Beat, Alter. Okay. Jetzt ist aber sauer, das hier? Ja. Jetzt sind wir aber von mitten im Leben, sind wir jetzt aber langsam... Ich sag, nehmt euch Zeit für Asphaltmassaker 4 und ihr kommt mit sowas an, oder was? Ach, schon so... Ja. Alarm für Cobra 11 gerade so, ja? Okay. Würde ich sagen. Ja. Oder Tatort Double sogar time? Schon. Double Time. Sehr gut. Double Time. Okay.
Ich ficke den, ficke den, ficke den, ficke den, ficke den. Jetzt kommt nichts, oder? Ja, aber. Über den Inhalt muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Hallo, Bruder. Yo, Kolle, Bruder, wie geht's dir? Alles bestens bei dir? Ja, auch bestens. Ey, Bruder, ich habe jetzt angefangen mit Asphalt Massaker 4, aber ich habe hier ein kleines Problem. Was ist denn los? Ja, ja, das Übliche eigentlich. Ah, fuck, Mann. Ich weiß, was du meinst, ja. Okay. Kannst du mir helfen? Ja, ich helf dir. Okay. Klar, ich bin immer für dich da, Bruder. Komm rüber, wir machen das schon. Okay, ich fliege jetzt doch gleich los. Doch eine Bruderschaft, ja? Bleibt. Kein Ding, ich bin am Start. Super, bis so gleich. Schön, ne, dass die beiden nach so vielen Jahren einfach immer noch cool sind, ne? Das ist so nice zu sehen. Auch wenn irgendwie jeder von den beiden so seinen Weg gegangen ist irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich bei denen nie das Gefühl, dass sich irgendwie die Wege so wirklich getrennt haben. Ne? Also bei vielen anderen hat man finde ich, eher so das Gefühl, dass die ja so Zwangspartnerschaften, ey, wir müssen noch ein Album machen, wir müssen noch einen Song machen und weiß ich nicht was. Das Gefühl habe ich bei denen tatsächlich nicht. Habe ich nicht, ne? Naja, gut, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben, wie gesagt, das wird aufeinanderfolgende Geschichte. Angefangen hier natürlich mit dem ersten Teil. Und ich denke mal, so wie es aussieht, dass auch jeder Song nochmal zu dieser Geschichte mehr oder weniger dazugehört. Das heißt, da können wir auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen drauf achten, ja, inwiefern das vielleicht miteinander zusammenhängt, ne? Jut. Ja, mal gucken, ne, ob ich die Sachen alle hochlade. Ich werde das hier auf jeden Fall mal hochladen.